Moin Leute! Am heutigen Tag werden natürlich wieder ein paar Videospiele programmiert und zwar bei der neuen Folge von Mad Games Tycoon 2. Allerdings gibt es eine Sache, an der wir gnadenlos in diesem Spiel gescheitert sind. Und zwar dem Bau unserer eigenen Videospielkonsole. Allerdings, wir sind besser geworden. Wir haben mittlerweile 76 Millionen US-Dollar. Und die werden wir jetzt nutzen, um in der heutigen Folge eine PlayStation zu bauen. Also zumindest probieren wir das. Wir müssen mal hier ganz kurz Aufgabe abbrechen. Ja. Und zwar müssen wir jetzt Konsolenfeatures und Hardware erforschen. Ja, ganz wichtig. Alles automatisch erforschen. Sehr nice. Dann starten wir einfach hier mit dem Prozessor. Ah, stimmt. Und ihr habt mir auch eine Sache geschrieben. Und zwar kann ich dieses automatisch produzieren. Automatische Produktion. Dann macht er das, dann produziert er automatisch nach. Also ich hoffe mal, das ist alles so. Aber das Ding ist, wir haben den Platz eh. Also es ist jetzt kein Beinbruch. Ich meine, wir haben jetzt hier teilweise Sally, Golem-König, alles easy. So, wir müssen jetzt aber trotzdem... Ja doch, hier oben kann ich das doch benutzen. Weil wir müssen ja wieder... Weil das hatten wir, diese Konsolenentwicklung hatten wir ja aufgegeben. Oh! Ah, genau, und Fachkräfte brauchen wir auch. Ja, Marketing und Support. So, hier müssen wir mal ganz kurz Stopp machen. Genau, Konsolenentwicklung. Kommt wieder ein... Oh, ja, 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 diesmal. Das wird einfach krass. Tür... Sehr gut. Alles voll. Bam, Junge. Dann stellen wir nämlich jetzt um. Und zwar Aufgabe abbrechen. Sehr gut. Fachkräftesuche. Wir benötigen Techniker. Genau. Und zwar absolute Spezialisten automatisch wiederholen. Perfekt. So, dann lass uns auf jeden Fall hier weiter. Wir müssen ja noch Kohle verdienen. Spiel entwickeln. Haben wir noch Lizenzen? Ah ja, History of Time. Geschicklichkeit liegt im Trend. Und das ist ungeeignet. Ah, Mist. Dann lass uns mal gucken, vielleicht können wir eine neue Lizenz kaufen. Ja, hier zum Beispiel. Backyard wäre Geschicklichkeit cool. Ja, dann nehmen wir das doch. Das Spiel nennen wir Freedom. Oh yeah. So, dann programmiert mal schön. Oh, hier können wir auf jeden Fall nochmal Toilette und sowas hinhauen. Zack. Einer deiner Soundspezialisten hat in seiner Bibliothek ein altes, von ihm erstelltes Musikstück gefunden. Dieser Track passt außerordentlich gut zum aktuellen Spiel. Ja, geil. Entwicklung. Oh, krass. Jetzt schon eine 70 bis 90. Nee, nee, macht noch mal ein bisschen weiter. Oh ja. Hardware und Technik. Zack. Kann der hier jetzt schon irgendwas machen? Kostenoptimierung macht ja gar keinen Sinn, weil wir keine Konsole haben. Du kannst chillen. Direkt der Nächste. Das wird so eine gefühlte Spezialeinheit an Leuten, die dann die PlayStation entwickeln. Ja, großer Messestand brauchen wir. Die Spiele. Sally 4. Ja, natürlich Ark Domination. Und Golem König 2. Sehr gut. Ja, direkt der Nächste. Und der Nächste. Was ist denn hier zum Beispiel Game of the Year Edition? Ah, da kann ich noch mal sowas Neues raushauen, oder was? Ja, dann hier, Ark Evolution. Ich probiere es einfach mal. Oh, noch mal der hier, jemand, der hier rankommt. Ist denn jetzt... Aber guck mal, jetzt wird hier nicht automatisch produziert. Ich muss das jetzt schon noch mal direkt anwählen, oder was? Noch mal abbrechen. Ich mache jetzt bei dem Spiel produzieren. Game of the Year Edition. Ah, jetzt stelle ich das auch noch mal ein. Junge, keine Ahnung, wie viel ich da brauche. Automatisch nachproduzieren. Nochmal 300.000 Stück? Schauen wir mal. Ah, ich glaube, man kann auch nur Game of the Year Editions noch mal raushauen. Wenn das, logischerweise, wenn das Spiel wirklich Spiel des Jahres geworden ist. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel keine Verkaufszahlen von dem Game, oder? Boah, Sally 3 hat 27 Millionen gebracht. Ah, doch, da, die Game of the Year Edition. Ja, minus eine Million. Aber die Leute kaufen schon. Oh, neue Person. Ab wie vielen Leuten sollte ich denn starten? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar. Wir müssen trotzdem noch mal warten, bis hier alles erforscht wurde von der Hardware. So, wir können jetzt mal Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. Wunderbar. Was kriegt das für eine Wertung? Oh! Eine 90! Junge, einfach für Freedom. Geiles Ding. Leute, natürlich ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr könnt zwar aktuell Freedom noch nicht als Videospiel spielen, aber als Buch lesen. Wenn ihr da Lust drauf habt, also hier. Das sind die Bücher. Gibt's überall, wo es Bücher gibt. So, warte mal, jetzt müssen wir... Ah, stopp, 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 stopp. Wir müssen jetzt Freedom einmal produzieren. Zack, Alter. Golemkönig vom Markt. Okay. So, dann lass uns direkt schon wieder was Neues entwickeln. Fortsetzung von... Von Sally.
Sally 5. Oh, was ist jetzt am Start? Genre Rennspiel und Börsen liegt zurzeit im Trend. Ah ja, wir haben hier als Untergenre Rennspiel. Das Thema Börse haben wir nicht mehr erforscht. Deine Programmierer haben Glück. Einige Bugmeldungen haben sich als falsch herausgestellt. Das spart uns eine Menge Zeit. Also das mit dem Vorlesen funktioniert heute nicht so gut. Viele Fans sind begeistert vom Sound von Freedom. Oh ja. So, Entwicklung. Ja, nochmal Entwicklung fortsetzen, weil wir haben ja hier noch gar nicht richtig Power gegeben. Okay, wir haben jetzt auch schon 90 Millionen Dollar, was sehr, sehr nice ist. Nochmal kurz Entwicklung fortsetzen. Oh, beste... Alter, beste Grafik Freedom? Geiles Ding. Spiel des Jahres ist sogar Freedom geworden. Was geht denn ab? Ich meine, ich find's geil. Oh, warte. Die Preise für Immobilien brechen weltweit ein. Experten sprechen bereits von einer besorgniserregenden Krise. Uns bringt das natürlich nicht. Warte mal, das bedeutet, ich kann dieses Grundstück jetzt für 31 Millionen... Das kaufe ich. Zack, Junge. Das hat vorher 63 Millionen gekostet. Wir haben jetzt hier auch, glaube ich, sämtliche Grundstücke eingekauft. Als ob. Okay, das ist geil. Das sind 30 Millionen, die wir gespart haben. Wir haben jetzt trotzdem immer noch 61 Millionen. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Na, so langsam füllt sich hier der Raum. Aber wir haben immer noch nicht alles erforscht. So, Sally wird jetzt auf den Markt gebracht. Selbst vertreiben. Sehr gut. Ja, eine saftige 86. Was wir jetzt mal machen können, ist vielleicht im Lager Lagerbestand verkaufen. Genau, von Spielen, die gar nicht mehr am Start sind. Und dadurch nochmal ordentlich Geld gemacht. Ach stimmt, wir haben ja auch unseren Kundensupport. Junge, die arbeiten, die haben gefühlt nichts zu tun. Oh ja, Sally 5 verkauft sich so übertrieben krass. Es hat bald schon Freedom eingeholt. Junge, wie geht das denn? Aber finde ich natürlich gut. Gibt es denn eine Rennspiellizenz? Ja, hier. Gibt es noch eine? Friends of the Ark. Oh ja, Scrabble. Es kostet zwar 6 Millionen. Das finde ich gut. Das Game nenne ich F1 2023. Kein Problem. Ja, auf jeden Fall als erstes Rennspiel. Untergenre. Ist sonst noch was ordentlich am Start? Strategie, okay. Und es wird produziert. Ein befreundeter Musikstar eines Mitarbeiters hat kostenlos einen Soundtrack für dein aktuelles Spiel komponiert. Ja, finde ich gut. Die Musik von Formel 1 finde ich auch mega cool. Dieses, ich kann es nicht mal nachmachen. Aber wisst ihr das? Alle, die Formel 1 gucken, dieses, ich kann es nicht nachmachen. Sozusagen immer deren Intro-Musik. Ist jetzt die Forschung mal fertig, Junge? Wie lange braucht die Forschung? Die können mal ein bisschen Gas geben. Golem König 2, 23 Millionen wieder. Ark Domination. Ja, die Game of the Year Version von Ark Evolution hat irgendwie null gezündet. Oh, das Büro ist mittlerweile wirklich gut gefüllt. Und da kommt, wenn man vom Teufel spricht, direkt noch jemand. Aber diese Chips könnten bald mal alle fertig werden. So, wir können jetzt mal Formel 1 gleich raushauen. Sally 5, F1 und Freedom. Oh ja. So, und jetzt Entwicklung abschließen. Selbst vertreiben. Na, was bekommst du? Oh ja, 85, finde ich gut. Ah ja, jetzt ist schon Gehäuse für stationäre Konsole. Boah, ich bin so gespannt, ob das was wird. Aber wir haben diesmal ein deutlich krasseres Budget. Und wenn wir ehrlich sind, auch deutlich krassere Leute. Oh, neuer Kopierschutz. Ist gekauft. Deine Fans sind begeistert und gespannt auf die Fortsetzung von Die Abenteuer von Mini-Edgar. Du hast einen Hype-Bonus erhalten. Sehr gut. Mini-Edgar, jetzt schon zweiter Teil für dich. Oh, 5000, alter Schwede. Aber wir brauchen allerdings jede Person. Was? Durch ein Virus sind einige deiner Grafikdateien... Ach, die waren wieder auf den falschen Websites unterwegs. Freedom hat 12 Millionen gemacht. Boah, Sally 5, 20 Millionen. Und Formel 1 auch schon knapp 6. Wir haben jetzt auch gleich zum ersten Mal die 100 Millionen geknackt. Krass. Und da sind die 100 Millionen. So, komm, da können wir doch wirklich die 100 Millionen reinballern in die wirklich weltbeste. Warte mal, wir machen jetzt hier mal kurz dieses automatisch Erforschen. Machen wir mal Stopp hier. Oh, was ist das jetzt? Zack, abbrechen. Ja, ja. Ich will jetzt mal wissen, Hardware, Konsolen-Features. So, die will ich alle jetzt nochmal drin haben. Weil das Büro ist jetzt wirklich fast voll.
Und die werden ackern bis zum Umfallen. Oh. Was? Entwickler des Jahres wurde Electronic Arts? Okay, aber wenigstens Publisher. Wir haben auch mittlerweile 387.000 Fans. Was für ein Spielehersteller schon richtig krass ist. Oh ja, nochmal jemanden. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob da noch Platz ist. Jetzt lass mich nochmal hier Hardware. Ich weiß halt, boah, 700.600, Alter, was sind das alles für Sachen? Ja, okay, das müssen wir alles noch erforschen. Das sind, glaube ich, die krassesten Dinger. Oh ja, Game of the Year Edition. Das war alle. Warte mal, da werden wir mal ins Lager gehen und den Kram verramschen. Genau. Weg. 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 Gegenstände der Stufe 2 wurden freigeschaltet. Ah, warte mal, da muss ich jetzt gleich mal gucken. Weil dann sind, glaube ich, Büro... Ah ja, mit besseren Sachen. Für 200. Oh ja, alter Schwede. Gut, jetzt müssen wir mal hier... Geht das auch? Bessere Dinger. Oh ja, dann haben wir bessere Maschinen. Das ist gut. Wahrscheinlich besseres Lager. Jawohl. Das ist schon wichtig, dass wir das jetzt überall machen. Weil das bedeutet natürlich auch, dass die Leute deutlich effizienter arbeiten, oder nicht? Zack. Dafür haben wir ganz gut Kohle ausgegeben. Ah ja, Toilette. Ah, alle Objekte sind auf dem neuesten Stand. Ja, bei Thema Toilette, da wird das Geld investiert. Das Spiel wurde gespeichert. Ja, danke. So, dann lass uns doch jetzt mal selbst vertreiben. Sehr gut. Ja, solide 85. Und dann Spiel produzieren. F1 2023. So, Freedom wurde vom Markt genommen. So, wir haben jetzt nur noch Gehäuse für stationäre Konsole 4. Na, aber das müsste, glaube ich, auch gehen. Nochmal hier Maus-Support ist vielleicht ganz geil. Und dann können wir auch, glaube ich, loslegen. Dann wird die PlayStation gebaut. So. Fertig. Dann lasst uns jetzt mal Konsole entwickeln. Stationäre Konsole. Wir nennen sie PlayStation 5. Aus dem einfachen Grund... Die ist geil. Die beste CPU, Arbeitsspeicher, nur das Feinste. Leitner Techniker. Ja, ja, die gehen alle ab. Ja, das sieht gut aus. Eingabegerät, Controller 2. Vorinstalliertes Klassikspiel. Ach so, da können wir denen direkt was geben, oder? Aber das, feiern die das überhaupt? Ist das geil? Ja, komm, das gibt's kostenlos dazu. Hier, Sally 5. Konsole ist abwärtskompatibel. Ja, nee, für die Paluten One, Junge, das war einfach nur... Das war unser erster Versuch. Die Paluten One war aber nicht so krass. Genau, hier. Sämtliche Features kommen mit rein. Ja, Entwicklung starten. Let's go. So, Jungs und Mädels, jetzt da muss jetzt reingeballert werden. Komm, hier kommt nochmal Nachschub. Kann ich denn jetzt schon Spiel entwickeln? Warte mal, will ich mal kurz gucken. Plattform. Ah, ich kann auch schon für die PlayStation... Oh, oh, ja, dann lass das mal machen. Natürlich für die PlayStation 5. Lizenz. Oh, das Thema Adventure und Kunst liegen zurzeit im Trend. Ja, dann lass uns doch eine Lizenz mal kaufen. Für Adventure. Nehmen wir das. Ein Spiel, das passt. Ne, wir nennen das Spiel Paleros Abenteuer. Ich weiß, super lamer Name, aber läuft. So, hier ran. Denkspiel noch mal ein bisschen. Leute, drückt die Daumen, dass das diesmal ein Erfolg wird. Aber wir haben eigentlich so ein gutes Team und vor allen Dingen so ein riesiges Team. Ist denn hier noch Platz? Ja, noch weiter. Entwicklung fortsetzen. Das Spiel darf ja nicht vor meiner PlayStation rauskommen. Wir müssen echt alles dafür tun, dass das ein Erfolg wird. So, warte mal. Konsole werden wir jetzt die PlayStation 5 direkt schon auswählen. Oh ja, viele neue Fans. Bitte PlayStation, werden Erfolg. Im Real Life funktioniert es doch auch. Was? Sally 5 hat fast 40 Millionen Gewinn gemacht. So, okay, PlayStation ist am Start. So, Leistungspunkte. Ist das denn gut? Sind das gute Leistungspunkte? Ja, doch, wir gehen rein. Hat einen marktreifen Prototypen. Ja, wir können ja danach noch ein bisschen verbessern. Preis des Development Kits. Ja, das wird günstig. Fördertopf. Wie viel Geld willst du ungefähr zur Verfügung stellen? Ja, 56 Millionen. Ja, wir haben die Kohle. Zack, Alter. Ja, damit machen wir 10 Dollar Gewinn. Verkaufspreis automatisch auf 10 Dollar Gewinn. Ne, 37 Dollar. Das ist doch fair. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Wird schon.
Alter, wir haben eine 9,6 für die Bewertung. Die Presse hat die Leistung und das Gesamtpaket deiner neuen Konsole mit. Alter, wir sind den weit überlegen. So, und jetzt müssen wir direkt Kostenoptimierung alles aktivieren. Nee, oder wollen wir nicht lieber Haltbarkeit? Ja, lass das mal alles verbessern. Oh ja, Alter, wie das jetzt abgeht. Das ist gut. Die PlayStation muss jetzt nach vorne kommen. Wir haben Fördermittel 56 Millionen. Ah, Gebäudepreise. Nochmal eingebrochen. Ah, warte, jetzt können wir unser Spiel raushauen. Selbst vertreiben. Wunderbar. Was macht das? Oh ja. 86. Paletos Abenteuer. Ich mache jetzt nochmal eins. Was ist, es immer noch? Adventure ist immer noch am Start. Es sind keine geilen Lizenzen für Adventures am Start. Vielleicht können wir eine Fortsetzung von einem unserer Games machen. Haben wir denn da ein gutes Adventure-Game? Na, wir haben Paletos Abenteuer. Ja, komm, Paletos Abenteuer Teil 2. Aber wir können eigentlich nicht nur für die PlayStation 5 produzieren. Ich glaube zumindest, dass das... Ich glaube, dass das ein Fehler wäre. Die Leute sollen sich ja bewusst für unsere Konsole entscheiden. Oder wir machen wirklich nochmal so ein exklusiv... Ah, vielleicht doch mal was Exklusives. Wir haben schon einen Marktanteil von 0,2%. Okay. Hoffen wir einfach mal, dass das weiterhin Früchte trägt. Oh, warte, die Leute sind ja auch schon fertig. Dann machen wir jetzt mal Kostenoptimierung. Marktanteil schon 0,3%. Also in der Kürze der Zeit ist das jetzt nicht so bad. Aber interessant, dass die Fördermittel kaum ausgeschöpft werden. Es gibt aktuell ein Spiel und ich kann mir vorstellen, dass mein Spiel das einzige ist, was da gerade am Start ist. Ah, Mini-Edgar. Oh, Alter, Mini-Edgar war gut. Kann ich, warte mal, kann ich denn die Konsole nicht auch bewerben? Marketingkampagne, ja, für Konsole. Ja, für TV, automatisch wiederholen. Beende Marketing, sobald Hype auf Maximum ist. Zack. Ja, da müssen wir reinhauen. Das ist geil, da muss jetzt der Hype kommen. Wir haben aktuell 31 Hype. Dann jetzt auch mal hier. Selbst vertreiben, let's go. Ja, hat eine super Wertung. Ah ja, jetzt hat es das zweite Spiel. Ich werde jetzt ein Exklusiv-Game machen. Vielleicht bringt das ja was. Aber ich finde es schade, dass die anderen Publisher nicht für unsere Konsole produzieren. Wir haben aber schon mittlerweile einen guten Marktanteil und haben auch schon 11 Millionen plus gemacht. Also das muss man auch mal bedenken. 11 Millionen plus, 14 Millionen mittlerweile. Gut, wir haben natürlich jetzt viele... Der Handel mit Videospielmarken hatte in den letzten Jahren enorm zugenommen. Um den Handel zu erleichtern, wurde ein globaler Handelsplatz für Videospiel-IPs gegründet. Du kannst jetzt deine IPs zum Verkauf anbieten oder IPs von anderen Game-Studios erwerben. Achso, kann ich dann Super Mario kaufen oder was? IP-Börse? IP kaufen. IO. Ist hier denn irgendwas? Nee. Hier ist Nintendo. Werte IP 55.000. Das hat jetzt alles nicht so geil. Was sind denn meine Wert? Oh, guck mal. A History of Time, aber das ist doch nicht meine. Die habe ich doch mal gekauft. Bekanntheit der IPs. Warum ist das 42 Millionen wert? So, weil ich da so viele Spiele mitgemacht habe. Als ob, Alter. Ja, aber die werde ich sicherlich nicht verkaufen. Da werden wir eher nochmal reingehen. So, mittlerweile haben wir auch schon eine Kostenreduktion von 25%. Das ist gut. Oh, wir haben auch schon 86 Hype. Warte, bis der Hype unter 70 gesunken ist. Ach so, dann geht das immer schön automatisch. Marktanteil 1,6%. Das ist sehr, sehr nice. Remaster. Wäre es nicht eine tolle Idee, wenn ihr ein altes Spiel im neuen Glanz erstrahlen lassen könnt? Schnelles Geld und glückliche Spieler. Okay. Oh, wir haben aber ein bisschen Marktanteil wieder verloren. Ah, jetzt wieder hoch auf 1,8. Ja, aber umso mehr Kostenreduzierung, umso... Ja, 1,9. Das ist mega. So, ich werde jetzt das Spiel... Ja, 70 bis 90. Selbst vertreiben. Nächste Woche. Na, bitte eine gute... Jawoll! Eine 87. Das Ding ist, wir müssen vermutlich nicht so viel davon produzieren, weil wahrscheinlich nicht so viele Leute das Spiel kaufen werden, ne? Also ich mach's mal wirklich low. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal Schwung gibt, Paletos Abenteuer. 2,4, 2,5. Mach nochmal eine Fortsetzung und zwar von Sally. Sally 6. Da müssen wir auch für die anderen Großen machen.
aber Marktanteil 2,5 und wir haben mit der schon 59 Millionen verdient. Also wir haben einfach 240 Millionen, Junge. Das ist schon krass. Oh ja, Messe, Sally 6, Palettos Abenteuer, ja. Und auf jeden Fall mit der PlayStation 5 drauf. Neue Fans, krass, über 500.000 Fans haben wir jetzt. Sind auch schon bei 2,8. Oh, warum pennt ihr? Warum könnt ihr keine Kostenoptimierung? Achso, wir haben es perfekt kostenoptimiert, okay. Ja gut, dann macht Haltbarkeit verbessern. Haben wir auch schon alles. Oder nee, warte, PlayStation? Ah, geht nicht mehr. Wir haben die tatsächlich komplett gemaxt, oder was? Ich könnte jetzt irgendwann nochmal eine neue Konsole. Ja, Jungs, was mache ich denn jetzt mit euch? Können wir denn hier vielleicht nochmal Entwicklung fortsetzen? Ich könnte noch eine Konsole entwickeln, aber dann mache ich mir selbst da nicht Konkurrenz? Boah, die Abenteuer von Mini-Edgar, 45 Millionen. Alles klar. Aber nun gut, Leute. Ey, ich würde sagen, die PlayStation 5 war ein voller Erfolg. Und wenn ihr der Meinung seid, dass diese Folge ein voller Erfolg war, dann lasst super gerne ein Like da. Schaut wie immer natürlich gerne auf paluten.shop vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Oder in der Buchhandlung bei euch um die Ecke. So, Paluten, blablabla. Paletto, hört auf zu labern. Ich bin auch ein bisschen heute ein bisschen verplant. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.